Hey Leute, Karl hier, euer Online-Fitness-Coach. Heute geht es jetzt wieder um 3 super Masseübungen, diesmal für die Brust. Masseübungen, was heißt das? Das heißt, wir wollen Übungen machen, mit der wir über einen Bewegungsradius, der so groß ist wie möglich, so viel Gewicht bewegen wie möglich mit der anvisierten Muskelpartie. Oft ist es natürlich durch Verbundübungen einfacher. Wir können beispielsweise bei der Brust von Masseübungen sprechen, wenn wir eine drückende Bewegung machen meistens, denn da aktivieren wir nicht nur die Brust, sondern auch Schultern, Trizeps. Im Gegensatz dazu haben wir beispielsweise Isolationsübungen wie Butterfly oder Fliegende. Aber heute geht es um die Masseübungen, viel Gewicht, weiter Bewegungsradius. Auf geht's. Kurzhantelbank drücken. Die Standardübung. Nicht zu weit nach unten gehen. Explosionsartig hochdrücken, langsam runter, moderater Winkel zwischen Körper und Ellenbogen, hochdrücken und so muss es aussehen. Wiederholungen, Sätze, dafür gibt es ein anderes Video, aber zwischen 2 und 4 Sätzen, 5, 10, 12, 18 Wiederholungen, Pausen. Wichtig ist die Intensität. Macht's, bis ihr an euer Limit kommt. Das ist das Wichtige. Saubere Form und dranbleiben. Bank drücken. Oh, ich spüre schon. Hier haben wir eine leichte Disbalance. Wenn ich das gemacht hätte, wäre schlecht ausgegangen. Also nochmal hoch. Runter mit dem Ding, nee, komm. Drauf mit dem anderen, oder? Ich will ja hier als Coach nicht schlecht dastehen und den kleinen Gewichtern trainieren. Deswegen natürlich auch nochmal das Bankdrücken, eine meiner Lieblingsübungen. Raus. Jetzt haben wir die gesamte Brust drin. Explosionsartig hoch. Bis ans Limit gehen. Die gesamte Brust ist damit drin und natürlich können wir diese Übungen mit allen 3 Winkeln machen. Negativ eher für die untere Brust, flach für die gesamte Brust, vor allem hier mittendrin und dann natürlich noch schräg für diese obere Brustpartie und jetzt noch Dips. Eine meiner Lieblingsübungen. Ich führe nicht an der klassischen Dipstange aus, sondern einfach mal hier. Und zwar deswegen, weil ich noch nebenher telefonieren will. Spaß und Handy beiseite. Ich gehe hier ran, runter, lehne mich leicht nach vorn und schön auch die Ellenbogen nach außen und hochdrücken. Also wichtig, leicht nach vorn lehnen. Ellenbogen nach außen, dann können wir richtig schön die Brust attackieren. Und mit diesen 3 Übungen sind wir super versorgt. 3 Stück durchvariieren, die Wiederholungszahlen variieren, die Sätze variieren. Die Parameter, die immer gleich bleiben müssen, sind hohe Intensität, sauber ausführen und einfach mental bei der Sache sein, dranbleiben, konsequent bleiben. Falls euch dieses Video geholfen hat, liken, favorisieren und euren Freunden zeigen. Fragt mich, was ihr noch sehen wollt auf Facebook. Wir sehen uns auch auf carles.com für Infos rund um Fitness, Ernährung und Gesundheit. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Explosionsartig hoch. Und hier wieder auch schön. Bis ihr durch seid. Hoppla! Das heißt schon mal aufpassen, am besten mit Trainingspartner. Und hier seht ihr, ihr werdet merken, ihr müsst probieren, man hat einen wahnsinnigen Muskelpump.